Hi, grüß dich. Janis und Ötzi hier vom Premise Day, deine Biohacker aus dem Blog. Und wir grüßen dich herzlich. Hier in diesem Video werden wir dir wieder etwas über NAD Plus berichten. Wir haben in dieser Serie, in dieser NAD-Serie, dir erläutert, was passiert, wenn du einen Mangel hast. Wir haben auch ein bisschen was Allgemeines darüber berichtet, was es ist, was für Funktionen es hat, etc. Genau. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, das werden wir hier oben oder da oben verlinken. Dann kannst du noch mal genau nachsehen, warum überhaupt NAD Plus in deinem Körper so wichtig ist und was die Folgen eines Mangels sind. Genau. In diesem Video werden wir dir natürlich ein paar Lifestyle-Hacks mitliefern, wie du dann halt täglich dafür sorgen kannst, dass NAD Plus immer schön vorhanden ist und deine Mitochondrien ein schönes Feuerwerk gestalten, sodass du immer genug Energie hast und konzentriert, fokussiert durch den Alltag düsen kannst. So, fangen wir an mit einem ganz, ganz einfachen Hack: Kälte, Thermogenese. Also fang wieder an, kalt zu duschen, integriere es als Routine in deinen Alltag. Wenn du morgens duschst, sorg dafür, dass du irgendwie mindestens 30 Sekunden bis hin zu einer Minute wirklich die kalte Dusche genießt. Genau. Was du auch noch machen kannst, ist, weil das wäre der nächste Punkt, das ist die Hyperthermie. Das heißt, wenn du in eine Sauna gehst, also sei es eine finnische Sauna, eine Dampfsauna oder am besten sogar eine Infrarotsauna, weil die mit ihrer Strahlung, mit der Wärme möglichst tief in den Körper reinkommt, sorgt es auch dafür, dass der Körper mehr NAD Plus produziert. Und wenn man das beides kombiniert, die Kälte und die Hitze, dann hätte man zwar quasi morgens seine Wechseldusche. Das heißt, dass man abwechselnd warm und kalt duscht, damit quasi NAD Plus Produktion anregt und auch noch dafür sorgt, dass die Blutgefäße elastisch werden und flexibel. Das heißt, es sorgt dafür, dass ja, sowas wie ein Herzinfarkt das Risiko gar nicht erst steigt. Das sind die zwei Punkte, die sehr, sehr leicht in den Alltag integrierbar sind, vor allem mit so einer Wechseldusche. So, der nächste Punkt ist, und ich wundere, dass ich hier immer runter gucke, hier habe ich gerade mein Handy, wo die ganzen Punkte draufstehen, dass wir auch wirklich keinen vergessen. Nächster Punkt ist total einfach Sport. Bewege dich mehr. Sorg dafür, dass du wirklich einen hohen Energieverbrauch hast. Denn ein hoher Energieverbrauch sorgt dafür, dass auch dein Körper genügend NAD Plus produziert. Ja, und wenn du jetzt noch so eine kleine Prise Kalorienrestriktion mit integrierst, also mal ein bisschen weniger essen, am besten wäre geeignet intermittierend fasten, dann hast du ja eine runde Sache daraus gebastelt. Genau. Zu Kalorienrestriktion ganz wichtig. Du solltest nicht über einen längeren Zeitraum eine Diät machen, das heißt nicht über einen längeren Zeitraum weniger als 400 Kalorien als verbraucht aufnehmen, sondern was Özge schon angesprochen hat, ist tatsächlich intermittierendes Fasten. Da hast du die Möglichkeit, über einen langen Zeitraum quasi zu fasten, einen Energiebedarf quasi nicht hundertprozentig decken zu können aus der Nahrung, die man zuführt, aber nachher in der Zeit, wo man dann isst, tatsächlich genügend Kalorien aufzunehmen. Wie kann so intermittierendes Fasten aussehen? Es kann zum Beispiel so sein, dass du zu Mittag um, weiß ich nicht, 13 Uhr isst und zu Abend dann allerspätestens um 20 Uhr. Das heißt, du hast ein Fenster von 7 Stunden beispielsweise hast, wo du deine Nahrung aufnehmen kannst. Und in der restlichen Zeit fastest du tatsächlich. Das heißt, es gibt kein Frühstück, da kann es ein schöner Tee oder sowas in der Richtung sein. Oder es geht auch ein Green Smoothie mit nicht ganz so viel Obst, was wirklich nicht so viele Kalorien enthält. Da kann man auf jeden Fall noch mit leben, das ist auch noch in Ordnung. Aber ansonsten solltest du auf jeden Fall nichts in dieser Zeit konsumieren. Genau. Genau. Und diese kleinen Schlüsselelemente, die wir dir hier jetzt gerade genannt haben, führen zu vielen, vielen positiven Kaskaden, nenne ich das mal, jetzt in deinem Körper. Es werden sogenannte Supermoleküle aktiviert, wie zum Beispiel PGC1-Alpha oder hier SIRT etc. Klingt alles kompliziert, aber führt im Endeffekt dazu, dass die Insulinsensitivität wieder verbessert wird, dass die Telomere sich wieder verlängern, dass der Fettstoffwechsel sich wieder aktiviert. Und genau, das ist so ein bisschen Fachwort-Dropping hier, was jetzt gemacht. Also wer letztendlich wissen will, was das alles ist, ist mehr oder weniger der Fettstoffwechsel, der dort angeregt wird. Und die Insulinsensitivität, also wenn du Kohlenhydrate aufnimmst, damit das wirklich in die Zellen gerät und auch andere Nährstoffe über Insulin in die Zellen gerät, wird dort optimiert. Und die, das Resultat des Ganzen ist mehr Energie, eine bessere Fettverbrennung, also weniger Speck auf den Hüften und ja, einfach ein besseres Lebensgefühl. Ganz, ganz wichtig auch, mehr Energie im Gehirn heißt auch bessere Dopamin- und bessere Serotonin-Level, was letztendlich dazu führt, dass du motivierter, also dass du nicht nur mehr Energie hast, sondern motivierter und auch ausgeglichener bist. Genau, aber kommen wir zurück zu den Punkten, die NAD Plus erhöhen. Da waren wir gerade schon bei Sport, wir hatten Fasten, wir hatten Hyperthermie, wir hatten die kalte Thermogenese.
Was wir noch nicht hatten, waren fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel dieser Kombucha hier. Es ist ganz interessant, dass sich bei fermentierten Lebensmitteln, bei dem Stoffwechsel der Bakterien, die da drin sind, NAD+ produziert wird als quasi Stoffwechselendprodukt, aber auch Vitamin B3, also Niacin, ein Vorläufer zum Beispiel von NAD+. Das heißt, wer genügend fermentierte Lebensmittel zu sich nimmt, wenn er jetzt nicht unbedingt ein Histaminproblem hat, Man das langsam integrieren. Genau, der kann auf jeden Fall seinem Körper sehr, 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 sehr gut damit tun. Genau, dann haben wir noch drei Nahrungsergänzungsmittel, die auch dafür sorgen können, dass der NAD-Plus-Spiegel erhöht wird. Das ist auf jeden Fall wie Kurkuma. Kurkuma, ja. Resveratrol. Und Nicotinamid Riboside oder Nicotinamide Riboside. Der Zungenbrecher. Genau. Das sind die drei, die auf jeden Fall dafür sorgen können, dass NAD+ im Körper erhöht wird. Und eine Aminosäure, die auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, ist Leucin. Die findet man zum Beispiel viel in Molkeprotein. Und zum Beispiel nach einer starken körperlichen Beanspruchung ist so ein Molkeprotein, wenn man nicht gerade Probleme mit Milchzucker hat, auf jeden Fall ein ziemlich überlegenes Proteinpulver, was man nehmen kann, um einerseits die Regeneration anzutreiben, aber auch andererseits dafür zu sorgen, dass genügend Leucin und somit auch NAD+ zur Verfügung steht. Auch den Muskelaufbau für den Pumper. Achtung, jetzt Ohren aufmachen. mTOR wird dadurch aktiviert und das führt dazu, dass Muskelwachstum stattfindet. Genau, jetzt haben wir schon wieder Fachwort-Dropping, vergessen wir mTOR, bleiben wir bei NAD+, dem Ganzen, was wir genannt haben. Und das waren eigentlich alle Lebensmittel und Sachen, die du machen kannst. Ich zähle es am besten nochmal auf, dass du dir wirklich alles mitschreiben kannst und nach in deinen Alltag integrierst. Es ist einmal Sport, es ist Fasten, es ist Hyperthermie, es ist kalte Thermogenese, es sind fermentierte Lebensmittel, es ist Leucin, Nicotinamid, Riboside, Resveratrol und Kurkuma. Ganz einfach eigentlich. Eigentlich ganz einfach, genau. Jetzt hast du super wichtige Schlüsselelemente in der Hand, setz sie täglich um. Ja, und dann hast du dieses wichtige Molekül, Coenzym, wieder aktiviert. Genau, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace out. Ciao, ciao.